Diese Woche erwacht die Mumie. Eine vor Jahrhunderten unter der Wüste begrabene alte Königin wird in unserer Zeit zum Leben erweckt. Und nun will sie Verderben über die Menschheit bringen. Schauspieler Tom Cruise versucht das zu verhindern. Was in aller Welt? Willkommen in einer neuen Welt der Götter und Monster. Ich hab sie gesehen. Es gibt sie wirklich. Bitte begrüßen Sie Prinzessin Amanet. Sie wird fordern, was ihr verwehrt wurde. Ich gehe da nicht hin. Aber es dauert 3 Monate, um dort einen Tisch zu bekommen. Ich habe keine Lust auf diese Leute. Auch folgendes Mystery-Drama aus Amerika mit Pretty-Woman-Darsteller Richard Gere in der Hauptrolle startet diese Woche. The Dinner. Paul hat keine Lust auf ein Dinner mit seinem Bruder, der ein bekannter Politiker ist, und dessen Frau. Doch Pauls Frau besteht darauf, und so werden bei dem Dinner dunkle Familiengeheimnisse serviert. Oh doch, sind wir. Wollen Sie unsere Ausweise sehen? Ich bin sein Bruder. Natürlich. Hier lang bitte. Ich bin der Einzige in der Familie, der normal geblieben ist. Und Stan kandidiert für ein öffentliches Amt. Schwachsinn. Selbstsüchtig, so wie sie Mutter beigebracht hat. Du siehst gut aus, Paul. Nicht so gut wie mein Bruder, aber er verbringt ja auch viel Zeit in der Maske. Hallo? Dad, du hast mein Handy? Ja, scheint so. Das war längst überfällig. Heute Abend werden wir reden. Es kommt alles auf den Tisch. Worauf trinken wir? Auf die Kinder. Die Gesundheit. Darauf, dass wir dieses Dinner heil überstehen. Tschüss. Hallo, Schatz, hier ist Mom. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde mich um alles kümmern. Niemand wird je etwas erfahren, wenn wir ruhig bleiben. Dad, was machst du da mit meinem Handy? Kontrollierst du mich? Wieso hast du uns hierher gebeten? Du weißt wieso. Es geht um die Jungs. Was weißt du? Was weißt du? Er verrät uns, Mom. Er wird uns verraten. Ich weiß es. Diese Jungs haben ein entsetzliches Verbrechen begangen. Wenn ihr das sagt, du sollst zum Pferd gehen, dann gehst du zum Pferd. Entschuldigung, ich glaube, du bist angefragt für den... Oma, für den arabischen Taxifahrer. Magst du die Oma bitte? Nein, den spiele ich nicht. Eine österreichische Produktion startet auch diese Woche in den Kinos. Die Migrantigen. 2 Freunde täuschen für eine TV-Doku-Serie vor, Kleinkriminelle mit Migrationshintergrund zu sein, bis sie von der erfundenen Realität eingeholt werden. Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund. Und den habt ihr ja, oder? Was heißt das? Wollen eine Serie mit uns drehen? Ganze Serie. Du bist kein Josh. Also vergiss es. Na und, ich kann ein Josh werden. Also, was wollt ihr? Was macht man so als Ausländer? Wie in Hollywood, Amana. Nutten, Kokain, du hast alles, weißt du? Du machst uns den Drogendealer. Na, Mann, sowas mach ich nicht. Vergiss es, vergiss es. Nur weil er schwarz ist? No motherfucking way. Hoppla. Du bist eine Nutte. Oh Gott, Entschuldigung. Als Ausländer ist dir nie langweilig, Mor. Genau das meine ich. Könntest du uns ein bisschen coachen? Ja, das kommt ein bisschen so auf bulgarischer Stricher, Junge. Also, was? Brad Pitt scheiße neben dir, Alter. Ich schwör. Ich bin ein Ausländer, ey Bruder, tank mal ein 10er. Kein Exit mit jedem verwandt und verschwägert. 30 Cousins passen rein in dein Benz. Du musst jeden umarmen, obwohl du keinen davon kennst. Sie stellen uns ins falsche Rampenlicht. Und das brauchen wir hier nicht, ja? Es ist alles halb so schlimm, okay? Schämen Sie so unser Leben, verdammt nochmal. Знаешь ли ты, что бьёвай град бьё, да нема люди, кого что с муми.